Ich darf jetzt die anderen Referenten noch einmal dazu bitten. Ein paar Fragen gilt es noch zu beantworten. Ich würde bitten, dass Sie sich mit Kamera und Mikrofon wieder dazuschalten. Sehr gut. Ich beginne vielleicht gleich mit den Fragen an Avrios. Frau Hakenius, ab welcher Fuhrparkgröße macht denn Avrios eigentlich Sinn? Gibt es da eine Untergrenze? Genau, also was wir in Zusammenarbeit mit unseren Kunden in der Regel sehen, dass es sich ab 20 Fahrzeugen etwa lohnt. Wir haben natürlich auch Kunden mit kleineren Fuhrparks. Da steht unser Avrios Essentials, unser kostenloses Paket zur Verfügung mit einfach den Grundfunktionen. Und ansonsten eben so Pi mal Daumen 20 Fahrzeuge, sagen wir, lohnt sich dann abzugraden und dann auch die kostenpflichtige Version zu nutzen. Apropos kostenpflichtig, wie sind die Kosten gestaffelt? Was gibt es da für Modelle? Das kommt so ein bisschen darauf an, welche Funktionen man nutzen möchte. Wir haben es auch nochmal detailliert dann auf unserer Website. Also eben Avrios Essentials als Einstiegspaket mit allen Grundfunktionen ist kostenlos zur Nutzung. Dann Avrios Pro ist 10 € pro Fahrzeug pro Monat. Das sind dann wirklich alle ausführlichen, auch Reporting- und Analysefunktionen inkludiert. Wir haben natürlich Flexibilität, wenn es jetzt noch darum geht, weitere Integrationen, APIs oder auch unser Compliance-Modul damit zu kombinieren, also sprich digitale Führerscheinkontrolle oder in Deutschland dann die Fahrerunterweisung nach UVV. Das heißt, da gibt es dann natürlich Spielraum, sich auch gewisse Module dann flexibel noch zusammenzustecken und dann auch preislich zu schauen. Alles klar, vielen Dank. Eine Frage an den René Butzek, Autorola. Wie kann man sich so eine Vermarktung vorstellen? Wie lange dauert so etwas in der Praxis? Welcher Zeitraum ist da anvisiert? Also es gibt die Möglichkeit, wenn die Daten dementsprechend schon aufbereitet sind und gewisse Unterlagen vorhanden sind, dann ist der Best Case 24 Stunden. Wenn wir jetzt in dem Full Service Remarketing Bereich einsteigen, ist es von der Rückgabe eines Fahrzeugs inklusive der Dienstleistungen mit Lagerung, Logistik, Begutachtung, Beschreibung etc. bis zu dem Zeitpunkt, wo dann der Verkäufer als Kunde, also Sie als Flottenunternehmen, das Geld überwiesen bekommen, im Regelfall im Bereich der 14 Tage, also sehr, sehr schlank. Alles klar, vielen Dank. Dann noch eine Frage Richtung Car Policy. Herr Kokorowski, geht um die Einführung einer Car Policy, wenn man noch keine hat. Das ist ja mitunter mit einem Widerstand der Mitarbeiter verbunden und ist auch ein bisschen ein heikles Thema, dass man da nicht für Unmut in der Firma sorgt. Haben Sie da Tipps, wie man sowas am besten angeht? Durchaus, ja. Also diese Themen werden immer auf dem Tisch liegen, aber trotzdem die Empfehlung geht dahingehend, mit einer Car Policy grundsätzlich die Nutzung der Dienstwagen zu regeln. Sie beantworten damit mehr Fragen, als sie im Nachgang dann vielleicht für Unmut schaffen. Also die Empfehlung geht definitiv hin in die Richtung, dass unabhängig davon, ob Sie als Einzelunternehmer tätig sind oder eben ein Großkonzern sind, die Empfehlung geht definitiv hin, ein Schriftstück im Unternehmen aufliegen zu haben, wo auch diese Nutzung eben auch geregelt ist. Also ja, definitiv zur Car Policy. Alles klar. Gut, das waren momentan alle Fragen. Sollten Sie noch Fragen haben, Sie bekommen im Nachgang Informationen mit den direkten Kontaktdaten. Das heißt, Sie können mit den Referenten direkt Kontakt aufnehmen und gegebenenfalls im Nachgang noch Fragen stellen. Kurz noch organisatorisch. Ich habe schon angekündigt, es bekommen die Fuhrbegleiter, die Teilnehmenden, einen Ermäßigungscode für die Fleet Convention. Darauf möchte ich in eigener Sache noch hinweisen. Am 21. September wieder in der Wiener Hofburg. Wir freuen uns sehr. Nach einem Jahr Zwangspause wird dann im September, so hoffen wir, alles glatt über die Bühne gehen und es kommt seit langem wieder mal zu einem Come Together der Branche. Kommt dann noch ein Hinweis und ein Ermäßigungscode für Sie. Und einen Hinweis noch: Morgen erfolgt zur selben Zeit um 10:30 Uhr das Flotte Live-Webinar zum Thema E-Mobilität. Auch da gibt es wieder einige spannende Themen und Vorträge. Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, können Sie das jederzeit auf www.flotte.at bzw. www.flotte-live.at machen. Wir freuen uns oder würden uns freuen, Sie auch morgen wieder begrüßen zu dürfen. Ich möchte mich noch einmal beim Panel bedanken. Danke den Vortragenden. Ich glaube, es waren sehr, sehr spannende Themen dabei und wir werden das in unregelmäßigen Abständen wiederholen. Ich glaube, das Format in dem kompakten Ausmaß ist gut. Es kommt im Nachgang auch noch eine Umfrage, an der ich die Teilnehmer bitte mitzumachen, damit wir ein Feedback bekommen, wie sie dieses Setup empfinden. Würde uns freuen, wenn wir da
in Kontakt bleiben. Ja, von meiner Seite war es das. Ich danke noch einmal an allen fürs Teilnehmen, wünsche einen schönen Tag und freue mich, wie gesagt, wenn wir uns vielleicht morgen noch einmal sehen. Vielen Dank.